Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindestry hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns sind Chaos und Thompson. Servus. Hallo. Servus. So, hier kommen irgendwo Gegner angedackelt. Oh ja, okay. Gut. Wo waren wir stehen geblieben beim letzten Mal? Wir hatten hier oben, ihr wolltet irgendwas unbedingt setzen. Da kann mich noch dran erinnern. Irgendwas wolltet ihr unbedingt bauen. Ich meine, das war hier oben in der Ecke. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, was es war. Ich hab's vergessen, es tut mir leid. Dann könnt ihr mir ja vielleicht auf die Sprünge helfen. Noch ein paar Gegner Verteidigungen, oder? Also, ah ja, das ich meine, einen hätten schon. Einen hätten verteidigen? Oder ja, noch ein paar Repair-Drohnen? Oder? Ja, ich schau grad. Was machen die da? Mann, Center. Really? So, wir schicken ein paar Waren schon nach oben. Wir haben auch schon jetzt mittlerweile 2k davon und 5k davon. Wenn wir 2k davon haben, dann können wir doch eigentlich auch schon mal sagen, wir wollen mal ein bisschen was von dem hellgelben, hellgrünen Zeug hier hochschicken, oder? Ja. Ich glaube, ich hat auch schon einer angefangen. Nee, das ist ein Command Center. Ja. Warte mal, dann baue ich das mal fix. Launchpad. Daran. Ein Verteiler. Nee, ging großer. Normaler reicht aus. Da dran. E hier drückt. Was macht man nochmal die explosive Mischung aus Kohle und. Oh, Boss kommt. Oh, Boss kommt? Jo. Was ist vier Bosse. Was ist das denn für Material? So, vier Bosse. Das heißt also, wir müssen nochmal mit eingreifen, die ganze Sache hier, oder? Ja. Wir gehen da oben auf die Verteidigung. Oh, die machen aber einiges kaputt. Eieieiei. Letztes Mal sind wir so Runde 70 raus hier, glaube ich. Upp, da hat es mich erlegt. Jetzt auch zu wissen. Glaubt ihr, schaffen wir die weiter rüber locken? Keine Ahnung. Ich glaube, die haben schon Bock auf unseren Kern irgendwie, ne? Huch, da hat es mich schon wieder zerlegt. Aber wir haben ja bei unserem Kern stehen hier auch ein. Hab ich. Gut. Okay. Hier oben brennt noch irgendwas tierisch. Gut, okay. Machen wir doch erstmal wieder die Stromverbindung ganz, ne? So. Dann haben wir zumindest wieder Strom da hinten. Dann baue ich hier die Batterien wieder das auf. Das ist nicht das Command Center. Wie das keine Batterien sind, die ich hier baue. Es wurde ziemlich viel zerstört, Thomas. Ja. Ich such sie nur gerade. Ah, die bauen schon auf. Reparieren schon. Will ich noch ein paar mehr von denen bauen? So, hier muss ich die Förderband dran. Hier weiß ich nicht, was hier stand, aber da stand irgendwas. Auf jeden Fall defektiös. Ach, das war die Dingsherstellung hier, die. Ah ja, die war das. Die Herstellung vom Pyratit, die hat es hier zerlegt. Ja, ich brauche noch ein paar von den Repair-Drohnen. Ja, aber bau sie möglichst nah beim Kern, die Repair. Ja. Phantom-Drohnen sind es, oder? Ja. So, hier war eine Brücke drüber. Ja, die reparieren eh brav die Drohnen. So, die bauen das hier wieder alles auf, ne? Ja. Deshalb will ich auch nicht hineinfuschen. Ja, das sind ja brave Leute, Mensch. Das ist ja richtig gut hier. Schön, das gefällt aber mir. Aber die Schwärmer, die haben schon ordentlich rausgehauen. Irgendwie, wie dann kein Strom mehr war, dann. Ja, wie sie keine Munition mehr hatten, haben sie. Aber die Einheit selber braucht, glaube ich, keine Munition, oder? Nein, das waren die Türme. Ja. Aber was war da das Problem, dass es nicht mehr verbunden war dann? Nein, ja, es hatte einfach keine Munition mehr. Schon wieder los hier. Nächster Angriff einfach. Achso.
Gut, also hier wird fleißig repariert. Hier oben das Feuer greift um sich. Ich glaube, die Ölquelle hat angefangen zu brennen. Kann man irgendwie was löschen? Weiß ich nicht. Weil das macht natürlich andauernd hier wieder was kaputt. Müssen wir da mal Wasser einfach auskippen? Kann sein. Warte. Weil das sieht aus, als wenn die Ölquelle hier brennt. Aber Öl kann man ja normalerweise nicht mit Wasser löschen. Naja, vielleicht geht's ja hier. Wo ist denn die Pumpe? Ah, da oben sind die Pumpen. Aber da kommt quasi nichts raus. Achso, hat er da doch eine Flüssigkeitsrute gebaut? Hm. Keine Ahnung, ob das hilft oder nicht hilft. Läuft das Wasser hier erstmal raus, aber das Feuer geht da glaube ich nicht durchaus. Nein. Hm. Wo setzt ihr? Uff. Ja, hier ganz oben im Norden. Da brennt irgendwie eine Ölquelle, aber. Wir haben ja keinen Sand zum Löschen. Vielleicht machen die das. Gehen da die Sachen. Ah ja, die gehen auch kaputt. Naja, die fangen dann irgendwann Feuer und dann. Repair-Punkt hinstellen. Naja, aber wenn wir jetzt hier dauerhaft einen Repair-Punkt haben, weil hier ein Feuer ist. Wie kriegt man ein Feuer gelöscht? Gibt es nicht einen Feuerlöscher irgendwo hier? Was ist das denn? Ein Repairpunkt, mal als Übergangslösung. Ah, naja gut, okay. Das ist natürlich alles jetzt nicht ganz so... ganz so schön, aber was willst du machen? Manchmal ist es halt auch nicht schön. So, wie viel Strom haben wir denn jetzt, ne? Ah ja. Das sieht gut aus. Also irgendwas müssen wir mit dem Feuer da machen, also die Ölquelle, also können wir da nicht irgendwo drüber bauen einfach? Weiß ich nicht. Ah ja. Was denn? Naja, das geht halt instant kaputt, wenn du was drüber baust. Gut, jetzt zeig halt an, die fangen was ja nicht mal so gut ist. Wollen die dann die ganze Zeit dran? Ah, was muss man machen, damit man was aus dem Tresor rauskriegt? Entlader. Ein Entlader musst du hinbauen, ja. Also das Feuer übermauern die da auch nicht. Wieso willst du aus dem Tresor rauskriegen? Hat der eigentlich jetzt so von dem Zeug schon mal was hochgeschickt? Unfähig abzuschließen. 11 Gegner verbleiben. Gut. Naja, läuft ja. Ich guck mal kurz in die Forschung. Ob sich da schon wieder was ergeben hat. Huch, neuer Block freigeschaltet. Large Plastinium Ball. Okay. Oh, das ist aber nicht schlecht. So, Stoßspannungslegierung brauchen wir noch, ne? Gepanzerte Flüssigkeitsrouter gibt's nicht, oder? Nee, Flüssigkeitsrouter gepanzert gibt's nicht. Das ist ja urdumm. Wieso? Ja, es gibt gepanzerte alles gepanzert, außer die Flüssigkeitsroute. Ja, das ist manchmal ein bisschen eigenartig. So. Ja, man muss ja auch nicht alles verstehen, was dieses Spiel macht, ne? Das kann man definitiv auch sagen. Haben sie das hier wirklich alles wieder aufgebaut? Ich bin ja begeistert, ne? Ja, war jetzt noch mehr von denen. Fleißig. Das ist gut. Gefällt mir. Schockminen. Kannst du hier nicht am Anfang hier, wo die mal rauskommen, einen ganzen Sack voll Schockminen hinlegen? Was hinlegen? Na, hier diese Minen. Kannst du die nicht hier an den Eingang legen? Ja, die gehenden Roboter sind ja kein Problem. Die fliegenden sind das Problem. Da bringen Minen nicht viel. Da gibt's keine Luftminen? Die fliegenden Roboter sind ein Problem. Na, das habe ich immer schon mal gewusst. Fliegende Roboter sind ein Problem. So, dann machen wir jetzt mal hier nochmal ganz kurz hier. Warte. Hier ein Launchpad dran. Ein Verteiler. Und ein Verteiler. So, dann wird hier nämlich ordentlich was reinverteilt. Dann wird das auch noch rumgebracht. So, und dann gucken wir mal, wie macht man eigentlich so eine Spannungsstoßlegierung?
Verbrennungsanlage, ja, Pulverisierer, Sporenpresse, Sprengmixer, Bioflüssigkeit, Legierungsschmelzer. Da könnte man ja fast davon ausgehen, dass der Spannungsschusslegierung macht. Da braucht man 3 Kupfer, 4 Blei, 2 Titan, 3 Silizium. Titan haben wir, Kupfer haben wir, Silizium haben wir hier. Was brauchte ich noch? Irgendwas hatte ich gesagt, ne? Kupfer, ach, Blei brauche ich noch. Blei habe ich auch hier. Dann stelle ich so ein Ding doch einfach mal hier hin und versuche mir da irgendwie die Materialien daraus zu mopsen. So. Gucken wir doch mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Also, ich hätte ganz gerne eine Kreuzung. Und zwar hier. So. Gut. Dann hätte ich gerne einen Verteiler. Und zwar... Nee, da nicht. Auf der anderen Seite brauche ich dann auch eine Kreuzung. Kreuzung, Kreuzung, Kreuzung. Kreuzung. Brauche ich auf der Seite auch. So, dann nehmen wir hier eine Kreuzung und da noch eine Kreuzung. Dann machen wir jetzt Verteiler einmal hier hin und einmal dahin. Müsste ich eigentlich hier genau das kriegen. Hier müsste ich genau das Material kriegen. So. Okay, dann steht das hier ein bisschen nah dran. Das werden wir jetzt nochmal umlegen hier. Das legen wir mal, warte mal. Nee, nicht da lang, sondern das legen wir hier lang. Und das da lang. Dann werden wir den hier nochmal ganz kurz entfernen lassen. Das kommt hier komplett weg. Dann kommt der hier nochmal komplett weg. Legierungsschmelzer. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Irgendwie noch Blei rankriegen dort. Ihr seid so andächtig ruhig. Was ist los bei euch? Ja, ich baue hier gleich hier im Defantum Drohnen verdeckt hier. Ich baue gerade die Verteidigung. Mist. Überlenkt machen hier. Das Kupfer war lang gelaufen, wo kein Kupfer lang laufen sollte. Aua! Könnt ihr mal diesen komischen, fiesen Viechern, die hier rumfliegen, sagen, dass die mir nicht die ganze Zeit durch die Gegend schubsen sollen? Ich fühle mich gemobbt. Die fliegen doch eh hier oben rum. Nee, unten an der Base sind doch etliche. So. Ich schick sie mal weg hier. Nicht angreifen. Okay. Hier unten an der Base, weil hier auch ein Command Center ist, ja. Ich sehe nochmal auf Angriff, Thomas. Ich hatte hier oben versehentlich das Menü offen. Also. So, die meisten sind jetzt so. Da, oder? Ja. Ja, jetzt stehen hier bloß nur dumm diese Bauroboter. Das sind die Repair-Heinis, die helfen dir. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, Menü da war. So. Neuer Block freigeschaltet. Guck an. Oh. Was machst du denn jetzt noch? Das hier für die. Aha. Repair-Handys. Du machst ja Sachen. So, okay, dann werden wir das jetzt. Natürlich müssen wir das Material jetzt hier noch zum Kern bringen. Zum Kern des Übels. Heißt, ich brauche hier eine Brücke, die von hier nach da geht. Mit diesem Material. Hä? Was denn? Niemand schubst mich. Naja, Thomas? Kenn ich. Ja. Könntest du hier hinten... Alter, diese scheiß blöden Roboter, die hier rumfliegen. Ja, das Problem ist, es werden halt immer wieder neue produziert. Oder wir können eh das Command Center da unten einfach abbauen. Jesus Marie, die schubsen einen nur durch die Gegend, ey. Upp. Ich fühle mich gemobbt. Thomas, baust du gerade was, oder? So. Ja. Okay. Stoßschmelzlegierung wird hergestellt.
bräuchte nämlich noch ein bisschen von diesem... Bleik, wenn man das hier abreißen könnte. Kann man jetzt hier irgendwas, womit man Berg abreißen kann? Würde ich hier drüben noch ein Werk hinbauen. Aber naja. Hier könnt ihr doch jetzt hinkriegen, oder? Hier abzweigen, da abzweigen, dort abzweigen und dann... Und dann hier oben noch ran. Ja, hier kriegen noch so ein Werk hingestellt. Diese Roboter, das ist ja richtig fieselig, ist das ja mit denen, ne? Könnte helfen, dir bauen. Ja, aber trotzdem, wenn die mich durch die Gegend schubsen, dann finde ich sie nicht mehr nett. Na, ich glaube, das waren die anderen, die dich durch die Gegend schubsen. Ich fühle mich gemobbt. Ja, das waren die Verteidigungsroboter. Wo waren die Verteidigungsroboter? Ich fühle mich trotzdem gemobbt. Hör auf, dich gemobbt zu fühlen. Nein! Ich möchte mich so fühlen, weil ich, ich fühle das einfach. Was ist in die falsche Richtung? Noch ein Verteiler. Was? Da kommt doch nichts rein. Das ist doch ein Verteiler. Warum kommt da nichts rein? Rein! Brauche ich hier eine Kreuzung? Und ich brauche hier eine Kreuzung und hier eine Kreuzung. Theoretisch bräuchte ich hier eine Kreuzung, und das geht wieder nicht. Ja, nee, ja, nee, warte mal. Dann landet eh da unten auf dem Förderband, kann ja so hier auf dem Förderband landen. So, dann kann er da weg. Abgerissen. Ein paar Repair-Handys mehr. Okay, so, das heißt, jetzt brauchen wir hier einen Verteiler. So, der verteilt das da rein. Der verteilt das da rein. Das ist eine Kreuzung, wenn ich das richtig sehe. Hier sind Verteiler. Wie kriege ich denn das jetzt hier sauber? Mal hier eine Kreuzung drauf und hier eine Kreuzung drauf. Nee, da muss ich den Verteiler drauf setzen. Dann verteilt er dahin, verteilt dahin. Okay, gut. So, und dann muss ich jetzt bloß hier noch einen Verteiler setzen. Und ein Förderbändchen. Dieses Ruckeln im Bild. Was ist denn das, wenn das immer so zuckt, diese ganze Karte? Dann werden gerade Einheiten vernichtet. So, was ist hier jetzt los? Ach, du hast nur noch keinen Strom oder was? Oder was bist du jetzt mit? Block! Kann man die, du hast keinen Strom. Wenn man irgendwas hat. So, was ist dein Problem? Was hast du denn jetzt hier gebaut? Alter! Wieso leitest du das Silizium hier auf die falsche Strecke? Es ist versehentlich was reingekommen. Das habe ich jetzt schon gefixt. Jetzt kommt keins mehr. Das hast du nicht gefixt. Jetzt kommt keins mehr nach. Ja, aber es kommt auch kein Kupfer mehr nach. Siehst du, dass hier noch Kupfer irgendwo durchläuft? Ich bin das gerade am Reparieren. Reiß ab, diese ganze Scheiße. Alter, hier unten steht Das sind unsere Verteidigungsroboter. Ja, ist doch scheißegal, was das ist. Hier unten stehen lauter... lauter Fabriken. Dann musst du das dahin bauen, wo Platz ist. Ja, sagst du Zement, Alter. Hier wir haben oben kein Titan und kein Dings gemeinsam. Dann ja, hier, das ist... Licht raus. So. Okay, jetzt sind nur alle unsere Einheiten kaputt. Nicht alle, die hier stehen. Also müssen ja mindestens 5 Dinger stehen dann noch. Ja. Oh, müsstest also noch 20 Stück haben. Ja, du kannst doch aber nicht eine bestehende Produktion einfach so dermaßen umbauen, dass hier gar nichts mehr geht. So, dann ziehe ich mir da einfach ein Förderband hinaus. Mann. Keine Ahnung, wie das hier unten war, ey. Lithium brauche ich und nichts brauche ich. Geht sich hier natürlich nicht raus. Oh, jetzt kommt Titan auch schon mal wieder runter, das kommt schon wieder runter, so. Ja, wozu das Förderband da ist, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Wozu das Förderband da ist, weiß ich auch nicht, kenne ich nicht. Ich denke, ich mal schauen.
Ich denke mal, es war da irgendwo mit dran hier. Immer dieses Rumfingerieren überall. So, war das jetzt denn das Siliziumförderband hier oder nicht? Ja. Nicht schon. So, dann mal hier irgendwo ein Kupferförderband runter. Ja, das war da darüber, das Silizium. So. Da brauchen wir Kreuzung. Hier brauchen wir Kreuzung. Hier brauchen wir Kreuzung. Da brauchen wir Kreuzung. Da brauchen wir Kreuzung. Hier ein Verteiler, da ein Verteiler, dort ein Verteiler. So. So, jetzt kannst du von mir aus hier dann deine da zwei, drei Fabriken noch wieder dran setzen, aber nicht so weit runterbauen, dass du alles durcheinander bringst. So. So lang. So, 20 Minuten sind um. Ja. Ein Chaos veranstaltet er hier. Naja, hat ja auch den Namen dazu. Passend nach dem Namen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss. Servus. Ja,